Breaking News an dieser Stelle. Das Wachstumschancengesetz von Christian Lindner wurde gestoppt. Der Bundesrat hat sein Veto durchgeführt und hat im Grunde das Wachstumschancengesetz jetzt hier gestoppt. Zur Folge hat das natürlich, dass die Steuererleichterungen jetzt aktuell noch nicht kommen. Das heißt, es wird natürlich hier nochmal eine Nacharbeit geben. Denn vor allem hier der SPD-Politiker Weil sagt, hier fallen angeblich 62% der Kosten des Wachstumschancengesetzes auf Länder und Kommunen. Und die Kommunen sind finanziell ja durch den Wegfall von Gewerbesteuer und vor allem im politischen Thema mit der Grundsteuer eh nicht so gut aktuell da. Plus zusätzlich eine Mehrbelastung von 2 Milliarden Euro soll auf die Kommunen entfallen. Da sagt natürlich auch der CDUler Kretschmer, das ist nicht das, was wir uns von der Ampelregierung im Sinne einer ordnungsgemäßen Regierungsarbeit vorstellen.